Ja, hallo und willkommen zurück im gemütlichen Haus von Stan und Mrs. White. Ich habe keine Ahnung, wie sie mit Vornamen heißt. Und ich weiß noch nicht mal, ob das wirklich unser Name ist. Aber wir haben ja ein Stern von zwei, eine Schleuder, eine nasse Decke, ein Foto und ein Anspitzer. Da müssen wir mal schauen, wie es hier weitergeht. Stan scheint uns hier eingesperrt zu haben. Und so viel habe ich schon begriffen. So, wir sind im Kinderzimmer. Dort ist was zu tun. Naja, brauche ich ja. Und tschüss. So, was kann ich denn hier machen? Den Flipperautomaten haben wir schon mal leer geplündert. Tja, hier fehlt noch was. Oh, das habe ich übersehen. Ah, dafür brauchen wir die Sterne. Toll, ich habe aber nur einen. An den Schrank kommen wir nicht ran. Unterm Bett ist Kevin. Da komme ich aber auch noch nicht ran. Das heißt, nee, an die Schere. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit der nassen Decke machen soll. Vielleicht brennt sie ja irgendwo gleich noch ein bisschen. Karte. Hier ist noch was zu tun. Im Flur. Tja, aber das Netz kann ich leider nicht durchschneiden. Das ist das Problem. Ansonsten haben wir hier noch den Schrank. Da weiß ich leider nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß auch nicht, warum der hier immer noch angezeigt wird. Vielleicht müssen wir da einen Ball reinmachen. Ach. Okay, das schneide ich vielleicht raus. Nein, Quatsch. Eieiei, ich muss echt besser gucken. Unglaublich. Cooles Schloss. Und es geht von alleine auf. Freut mich natürlich. Wir haben ein Wimmelbild. Im Schrank, aus der Perspektive von unten. Finde ich gut. So, hier haben wir schon mal einen Code. Der Kleber ist total ausgetrocknet. Vielleicht kann ich ihn zerbrechen. Ja, aber nicht mit den Symbolen hier. Das heißt, wir müssen erstmal ein paar Sachen suchen. Nussknacker. So, Schiene haben wir auch schon wieder. Ne, hier kann ich nichts weiter nehmen. Hier habe ich auch noch nichts zum Hinmachen, oder? Nee. Oh nein! Oh nein! Es ist nicht mehr der Nussknacker, es ist der Kleberknacker. So, Blümchen brauchen wir noch. Und Fische. Naja, einen noch. Den hatte ich schon. So, ein Blümchen. Und eine Ratsche. Prima, damals Blümchen. So. Aber weitergebracht hat mich das jetzt nicht. Schienen, da fehlt noch eins. Also der ja hier nicht hinpasst, das ist schon klar. Da brauchen wir noch ein Steuerrad. Ach, Öl, warte mal, hier war doch was zu ölen. Sehr gut, wir haben den Dartpfeil. Was kann ich mit dem machen? Nee. Irgendwas abschießen, aber was? Ein Baggerarm. Oh, cooles Wimmelbild. Ein Teil brauchen wir noch. So, den Anker kann ich den ja. Okay, wir brauchen noch ein Steuerrad. Das habe ich noch nicht. Dartpfeil.
Tja, da fehlt mir auch noch ein bisschen was. Kannst du hier schon mal? Nee. Kann er nicht. Ja, hier fehlt noch eine Schiene. Das müssen wir durchschneiden. Und da komme ich nicht ran. Kann ich das hier rauspuppeln? Ja. Sehr gut, wir haben ein Steuerrad. Und eine Schiene, sehr gut. Können wir hier schon mal eine Schiene ranmachen? Fernbedienung. Nein, eine Bahn, die auf den Kopf fährt. Ah, da kommt's her. Wir haben die Schere. Kann ich das erstmal durchschneiden? So, und noch ein Baggerarm. Vielen Dank. Damit können wir die Kegel zusammenbauen. UV-Schutzbrille. Oh nein, wie sieht das denn aus? Okay, warte mal, was suchen wir denn? Ist das ein Fieberthermometer oder ein Skalpell? Ich meine, das... Den Unterschied sollte man schon irgendwie berücksichtigen. Kevins Tagebuch. Morgen ist der große Tag. Ich freue mich schon so darauf, im Zeltlager meine Freunde zu treffen. Nur schade, dass Dan nicht mitkommen kann. Hoffentlich wird ihm nicht langweilig hier. 28.08.1996. Das ist Kevins letzter Eintrag. Was mag dem Jungen nur zugestoßen sein? Ja gut, wir wissen das, ja? So, ich habe eine Pfeile. Eine Pfeile. Ach, bestimmt hier für das Geweih. Ja. Sehr gut. Und das Geweih können wir doch bestimmt... Warte mal, wo waren das? Nee, nicht im Kinderzimmer. War das? Nicht hier. Ach, ich glaube, das war unten. Nee, war es auch nicht, hä? Ich muss nochmal nach oben. Ich dachte, das war hier irgendwo an der Seite. Okay, ich habe vergessen, wo das war. Das gibt's doch gar nicht. So viele Schauplätze haben wir doch gar nicht. Naja, ich sag ja, es passt mit dem Gedächtnisverlust. Nee, ich bin der Meinung, das war hier irgendwie rechts, aber... Gut. Da habe ich mich wohl geirrt. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr zu machen. Gucken wir mal auf die Karte. Im Kinderzimmer. Echt, war das im Kinderzimmer? Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Wo habe ich das hingepackt, das Geweih? Hier sieht es auch aus, als ob hier noch was drin ist. Ich muss nochmal auf die Karte gucken. Doch, hier ist was zu tun. Ja, ja, ich bin hier schon, ich weiß. Zerwirrt mich mit dem Geweih. Wir hatten doch ein Bild mit dem Geweih. Wo ist das hin? Ach so, warte mal. Kriege ich das vielleicht damit? Ja. Ja. So, wir haben einen unvollständigen Elektromagneten. Wenn ich die Batterie austausche, kann ich das als Magneten benutzen. Mhm. Okay, eine Schere. Nicht. Was war denn noch aufzuschneiden? Ach ja, klar, das Netz hier vorne.
Batterie- und Polizeidienstmarke. Huiuiui. So, wir haben einen Magneten und können jetzt erstmal hier die Marke einsetzen. Und wir bekommen, toll, das war's, eine Schlosskugel. Die kommt auf jeden Fall unten in den Keller, beziehungsweise ans Kellergitter. Und ich hoffe, wenn wir da reingehen, dass Stan uns da nicht einsperrt. Entferne alle Kugeln bis auf eine. Spring über eine Kugel, um diese zu entfernen. Tippe auf eine Kugel und ein freies angrenzendes Feld, um sie dorthin zu bewegen. Boah, das geht doch wieder nicht. Kenn mich doch. Erstmal raus aus den Ecken. Wenn ich darüber gehe, nee, dann geht es nicht. Boah, ist immer so schwierig. Da rausgehe ist auch ein Fehler. Kann aber da oben hin. Und da. So, wenn ich da reingehe, dann habe ich verloren. Ach, verdammt. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ja. Erneut. Oh, das ist so schwierig. Ich muss trotzdem erstmal aus den Ecken raus. Warte mal. Nee. Nee, nee. Da habe ich die ja wieder hier über. Geh weg. Und damit kann ich eh nicht springen. Das heißt, die mache ich erstmal so. Da will ich aber nicht mehr rein. So, dann kriege ich die hier nämlich raus. Die kriege ich im Moment nicht raus, aber die könnte ich so rauskriegen. Nee, ich glaube, so wird das auch nichts. Wir müssen die hier wieder rauskriegen. Ach, verdammt. Jetzt habe ich hier wieder das gleiche Problem. Weil ich kann hier nicht rüberspringen. Wenn ich jetzt so mache. Na, verdammt. Ach, Mist auch. Ich liege falsch, ich weiß nicht warum. Okay, so, die kriege ich ja auch auf jeden Fall weg.
So, jetzt muss ich überlegen. Wenn ich den dahin mache, kann ich die dahin machen, dann kann ich hier nochmal überhopsen. Ich glaube, es macht... Moment, wenn ich die dahin mache, die da dann... Die muss ich aber erst... Nee, da habe ich ja wieder drei über. Ja, wie soll ich denn die jetzt überspringen? Ach, das ist doch blöd, das Spiel. Oh nein, dann komme ich dahin, habe ich auch keinen über. Ja, ich weiß. Okay, einmal noch. Irgendwie ein Logikfehler. Aber ist ja auch nichts Neues, ne? Ach, guck mal, da kann ich aber hin. Könnte ich jetzt da rausholen? Mach ich jetzt auch mal. Muss ich die ja irgendwie noch mal rausbekommen. Das ist, glaube ich, genauso falsch. Weil ich die überhabe. Oh nein. Ja, ich hab's mir. Okay, einmal machen wir noch. Oh, das muss doch zu knacken sein. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Schafft bestimmt jeder, außer ich. Da will ich nicht runter. Auf keinen Fall will ich da runter. Das heißt, ich könnte den jetzt erstmal dahin machen. Wenn ich da runtergehe, wäre das blöd. So, jetzt ist die Frage, wie es hier weitergeht. Gar nicht. Och nee. Och, das ist doch... Gibt's doch gar nicht. Das muss doch zu lösen sein. Den kriege ich weg, aber... Habe ich den hier schon wieder? Ja, und dann habe ich den über... Ach, verdammt. Nee, dann machen wir mal. Überspringen. Ja, ich krieg's nicht hin. Danke. Okay, wir gehen ins Geheimzimmer von Harry Potter. Oh, von Kevin Potter. Dann schauen wir mal, was da unten versteckt ist.
Er scheint nicht wirklich Interesse an mir zu haben. Oh. Na, danke schön. Ich habe doch gesagt, dass du nicht herumschnüffeln sollst, aber ich schätze, du bist genau wie die anderen. It was easy to deal with them, but with you, I can't do that to you. Um die habe ich mich ohne Probleme gekümmert, aber du, dir kann ich das nicht antun. Well, if you're so curious about the basement, you can stay down there. Think about what you've done. Nun, wenn du so neugierig auf den Keller bist, dann bleib auch dort und denk drüber nach, was du getan hast. Was? Nein, warte, wovon redet er? Da ist zu weit oben. Ohne Hilfe werde ich nicht hinaufklettern können. Tja, er hat uns eingesperrt. Stan? Der liebende Ehemann? Kein Strom. Ja, da fehlt natürlich auch eine Sicherung. Wir müssen die austauschen. Kriegen wir die hier irgendwie raus? Vorhängeschlossteil sieht aus wie ein Golfball. Wenn ich da jetzt eine nasse Decke drauf mache, ist das, glaube ich, auch nicht so sinnvoll. Wir brauchen ein wenig Stoff. Und wahrscheinlich das zum Drehen. Ja, ich habe nichts zum Drehen. Wir brauchen irgendwie ein Stückchen. Ich habe aber auch nichts. So, die Schnitzerei ist nicht mehr so gut zu erkennen. Das macht aber nichts. Schubladen kriege ich nicht auf. Was habe ich bekommen? Ein Gummischlauch. Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie was, womit ich das drehen kann, aber nein. Nee. Das wird alles nichts. Tja, was können wir denn noch nehmen? So. Kein Strom. Trotzdem könnte das ja einfach mal drin bleiben. So, irgendwie müssen wir das runterschlagen. Ach was. Ich dachte, wir müssen erst nur einen Stock suchen oder so. Wir haben eine Metallstange. Damit kann ich das doch bestimmt aufbiegen. Sehr gut, funktioniert. Prima. Wir haben eine Sicherung. Die könnten wir erstmal hier reinmachen. Allerdings sollten wir vielleicht den anderen Rest erstmal rausmachen. Der Strom läuft wieder. Jetzt kann ich einen Blick auf seinen Computer werfen. Das ist auch komisch. Er sperrt uns hier ein und hat hier erstmal seinen Computer. So, Kevin. Ach was. So, okay. Kevin 1996. Okay, er hat lauter Sachen kopiert. Achtung. Können wir mal hier suchen? Und das runter machen? Nee. Doch. Kann man. Ist ja irgendwie cool gemacht. Ich glaube, hier haben wir jetzt alles. Gucken wir mal in der Kopie. Da sind natürlich ganz andere Sachen drin. Ah ja, das Ventilrad. So, dann gucken wir mal in der Kopie 1. Der Affe, den brauchen wir auf jeden Fall. Seepferdchen brauchen wir. Und den Ballon. Den kann ich so nicht anklicken jetzt aber. Ja. Versteckte Dateien anzeigen, natürlich. Versteckte Dateien anzeigen? Finde alle Silhouetten aus dem Ordner links. So, wir brauchen die Frau.
Zuckerstreuer oder sowas. Parfüm. Ach, da ist er. Ballerina. Schwan. Da ist er. Ach, komm. Ach, guck mal, das Bild hat sich geändert. Er hat das Foto bearbeitet, um mich davon zu überzeugen, dass wir verheiratet sind. Wer weiß, wozu wir alles fähig sind. Oh, oh, wir sind anscheinend an einem... Tja, ich weiß nicht, ist es ein Serienmörder? Boah, voll gruselig. So, ich spitze mir erstmal einen Bleistift an. Wer weiß, wozu man den gebrauchen kann. Können wir ihm ja zur Not noch ins Auge pieken. Metallstange. Oh, die Metallstange haben wir zurück. Dann kann ich das doch bestimmt hier aufschlagen. Nee. Habe ich jetzt gerade den Gummischlauch genommen? Nee, habe ich nicht. Ich dachte schon, das sieht so aus. Gummischlauch. Metallstange. Das sah schon aus, als wäre es der Gummischlauch gewesen. Okay, was kann man denn hier noch machen? Ach so, die Schnitzerei ist nicht mehr so gut zu erkennen. Die kann man bestimmt nachschreiben. Das ist richtig. So, und jetzt brauchen wir hier. Aha. Er hat sogar meinen Ausweis gefälscht. Warum tut er das? Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Also, noch wissen wir das nicht. Mal gucken, ob wir noch aus dem Keller schaffen. Gummischlauch. Sollte etwas dran festbinden. Aha. Da ist er. Ich muss mich verstecken. Oh, ab in den Schrank. Kevin hat's vorgemacht. Er macht doch gar nicht mal die Tür zu. Fällt ja gar nicht auf. Ich glaube, nun kann ich herauskommen. Er ist nach draußen gegangen. Vor allem frage ich mich jetzt... Ach so, von innen sah es aus, als wäre das hier noch zu. Oh, wir können in die Küche. Gehen wir doch mal in die Küche. Hoppla, ist das ein Geist? Was geht in diesem Haus vor sich? Da war eine Frau. Vielleicht seine erste, ich weiß es nicht. Immer ein Kühlschrank? Zugefroren. Das ist jetzt schon ein bisschen unheimlich. Stan erforscht Koma-Träume und Astralreisen. Die Dinge, die ich in diesem Haus sehe, müssen damit zusammenhängen. Auch wenn Forscher es für unwahrscheinlich halten, dass im Koma liegende Menschen träumen, so haben einige nach dem Aufwachen von schrecklichen Albträumen berichtet. Ferner beschrieben einige von ihnen Astralreisen, die sie erlebt hatten. Kevin ist vielleicht gar nicht tot. Stan, do you miss your brother? Oh, das ist aber gruselig. Was für eine tiefe Stimme, Stan. Vermisst du deinen Bruder? War das eine Vision? Was war das? Etwa ein Monster? Ich nehme mal den Flaschenöffner mit, den kann man immer gut gebrauchen. Ein paar Nüsse vielleicht fürs Gehirn? Nee, aber den Krug kann ich mitnehmen. Naja, Bierglas. Vielleicht können wir uns gleich erstmal ordentlich die Birne zuholen. Hier können wir Wasser warm machen. Finde ich schon mal sehr gut. Brauchen wir ja auch für den vereisten Kühlschrank. Da sitzt der Deckel fest. Moment mal. Ach nee, das war der Gummischlauch. Hier oben? Nee, das gleiche. So, hier müssen wir die Nägel entfernen. Nee, mit einem Flaschenöffner. Guck an, da hat jemand zu viel TikTok geguckt. Gehen zum Hundezwinger? Wer bist du? Stan Lowe's.
what we did. But it was an accident. We never meant for it to happen. Stan weiß, was wir getan haben, aber es war ein Unfall. Wir wollten doch nicht, dass es passiert. He lured me here. It was terrible. Ashley? Ashley, it's me. Jen. Don't you remember me? Er lockte mich hierher. Es war schrecklich. Ashley? Ashley, ich bin's, Jen. Kannst du dich an mich erinnern? Oh no. It's the other one. It's coming for me. Oh nein, der andere kommt. Er will mich holen. Was war das für ein Monster und woher kennt sie meinen Namen? Ist das etwa Jen gewesen, die bei dem Unfall von Kevin dabei gewesen ist? Ey, das wird ja immer mysteriöser. Und vor allem dieses Monster. Okay, das kann vielleicht mit den Astralreisen zu tun haben. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall brauche ich erstmal eine Pause. Ihr wahrscheinlich auch. Ja, was für eine krasse Geschichte. Tolles Spiel bislang. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.